Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr kennt es sicherlich, bei Sonnenschein setzt man eine Sonnenbrille auf, habe jetzt hier auch ein Modell von Oakley, aber auf der Motocross-Strecke ist das ja ähnlich und da hat Oakley natürlich auch verspiegelte Gläser im Programm und der eine oder andere hat sich natürlich gefragt, was hat es denn mit diesen Prism-Gläsern auf sich, denn ja, die sind relativ teuer mit 45 bis 80 Euro pro Glas. Und vielleicht kennst du es noch aus der Schule, aus dem Physikunterricht, ein Prisma, das ist ja naja, so wie so eine Art Glasdreieck, was eben aus dem weißen Licht die verschiedenen Farbbestandteile rausfiltert oder beziehungsweise aufspaltet, wie so ein Regenbogen. Und ja, das macht im Prinzip das Glas auch, mit dem Zusatz, dass hier gewisse Farbtöne ja, verstärkt werden und wiederum andere abgeschwächt werden, so dass wir beim Motocross, ja, wo es ist halt nun mal sich beschränkt auf so dunklere Brauntöne, dass wir einfach den Kontrast viel mehr von der Strecke ja, wahrnehmen können, ne? Um uns einfach besser darauf konzentrieren zu können. Und ja, da gibt es eben verschiedene Ausführungen. Und weil man das natürlich auf dem Bild immer so schlecht darstellen kann, habe ich heute einmal das Video hier für euch gemacht. Und häufig kommt dann auch die Frage, ja, gibt es denn auch ein Glas, was mehr verspiegelt ist? Also die Verspiegelung ist eigentlich immer gleich. Ja, wir haben dann einmal das Jade, also Jade wie Jade, also so grün muss man sich das dann vorstellen. Und das Prism Bronze, das ist sozusagen der Grundkörper, also das ist nicht verspiegelt, das ist dann einfach diese Grundversion, sage ich mal. Die kostet dann auch entsprechend nur 45 Euro. Die kann das, was alle anderen können, hat halt nur nicht die Verspiegelung, das heißt, hier kommt ein bisschen mehr Licht durch. Prism Black, das ist dann ja, Silber verspiegelt. Das lässt dann halt weniger Licht durch oder ich glaube sogar mit am wenigsten. Ja, dann haben wir das Saphir. Das wäre dann so bläulich. Und wir haben noch das Torch, also Torch von Fackel. Kann man sicher dann denken, dass das rot ist. Auch sehr cool. Und einfach nur nochmal, um es zu zeigen, gibt es natürlich auch noch ein klares Glas. Das ist natürlich, dann hat er nicht diese Prism-Technologie. Und es gibt das Ganze dann auch nochmal in Dark Grey oder man könnte auch einfach sagen, es ist halt einfach schwarz, das Glas, was natürlich auch sehr, sehr wenig Licht am Ende durchlässt. Die genauen Werte kann ich gleich nochmal einblenden. Und ja, ich würde mal sagen, wir testen das Ganze jetzt mal einfach, damit du so einen kleinen Überblick hast, wie das Ganze denn am Ende aussieht. Ja, ich habe mir dann hier mal so einen Untergrund gesucht, der so Motocross-streckenmäßig aussieht. Also einfach hier mal so ein bisschen Lehmboden verteilt im Garten. Und ja, jetzt ist natürlich ohne. Jetzt halte ich mal das Glas hier so vor. Das ist jetzt hier das Grüne, das Jade. Und man sieht, also die Gläser, die haben alle halt so einen bronzefarbenen Touch. Und natürlich kriegt man das jetzt nicht eins zu eins so hin, weil die Kamera natürlich auch irgendwie so ein bisschen nachregelt. Kriegt man dann natürlich nicht eins zu eins so hin. Also ich muss jetzt hier ein bisschen mit der Hand nachregeln. Ja, also das ist natürlich wie so ein Farbfilter, kann man das sehen. Und ja, wenn die Leute das dann im Laden aufsetzen, die sagen immer, wow, da merkt man aber wirklich immer sofort einen Unterschied. Aber natürlich kann man das mit der Kamera nicht so 100% rüberkriegen. Ich gebe mir schon beste Mühe, um das irgendwie zu zeigen, wie das Ganze so aussieht. Und natürlich, was eine Besonderheit ist bei Oakley, also erstmal die Airbrake-Gläser sind immer vorgeformt, ne, wie man hier sieht. Und dann von der Dicke her ist das natürlich ja, ungefähr das Doppelte, würde ich sagen, von einem normalen Glas. Und vom Material her ist das Polycarbonat. Polycarbonat kennt man als Zwischenschicht von Panzerglas, also außen ist immer normales Glas und innen drin ist Polycarbonat, wird dann als kugelsicher bezeichnet und ja, das Material haben wir dann hier und der Vorteil natürlich von Oakley Airbrake, wer es nicht kennt, das ist halt dieses Quick Change, weiß ich nicht, das hat bestimmt auch irgendwie einen Namen, aber auf jeden Fall ohne großen Aufwand kann man ja das Glas hier einfach einklemmen. So, zum Vergleich zeigen wir nochmal hier dieses Torch, also so würde das dann in der Brille aussehen. Ich zeige das mal hinter auf meinem Bein, dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal vorhalte. So. Und dann auch nochmal zum Vergleich nehme ich nochmal das Bronze. Das hat jetzt keine Verspiegelung,
hat aber den gleichen Effekt, lässt halt etwas mehr Licht durch. Da ich jetzt mit der Kamera immer natürlich hier so ein bisschen nachregle, kann man das jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen und sagen, das ist jetzt besser oder schlechter, nur anhand der Kamera. Das hängt dann immer von den persönlichen Vorlieben am Ende ab. Ja, ein Video zum Glaswechseln haben wir ja schon mal gemacht. Meine ich zumindest, also zumindest schon mal, wie man das Roll-Off-System wechselt. Also das kann ich aber auch noch mal ganz kurz zeigen. Bei der Oakley Airbrake gibt es ja hier unten diesen Verschluss. Den kann man halt auf beiden Seiten aufmachen und danach kann man das Glas eigentlich auch schon so entnehmen. So, und das war's. Und genauso mache ich das auch wieder rein. Ich lege das einfach nur hier drauf, rechts und links in diese Nasen. Und mache dann einfach wieder zu. Ja, ich würde sagen, qualitativ kommt da eigentlich nichts anderes dran. Was man natürlich sagen muss, das Glas ist nicht 100% abgedichtet. Also es kann schon mal vorkommen, dass mal wirklich ein bisschen was reinkommt. Aber von der Verschlusstechnik ist es wirklich das Nonplusultra. Von der Qualität, von der Verarbeitung, vom Sitz und so und vom Sichtfeld finde ich auch, ist die Oakley Airbrake wirklich das Nonplusultra. Aber wenn man halt wirklich einen Kritikpunkt nennen möchte, dann ist es halt, dass das Glas halt einfach nur vorne anliegt auf dem Rahmen und deswegen halt ein bisschen Staub halt auch mal durchkommen kann. Also kann, ne? Es ist nicht so, dass da jedes Mal was durchkommt, aber die Gefahr besteht halt einfach, ne? Liegt einfach daran, normalerweise hast du halt so eine Lippe vorm Glas und hinterm Glas, wo es dann eingepasst ist und da kommt dann der Staub, wenn dann von oben rein, aber hier bei der Airbrake ist der Schaum relativ dicht, also da kommt nichts durch, ja, das einfach nur mal am Rande. Man kann hier alles austauschen, finde ich auch super, man kann sogar den Schaum austauschen, der ist gesteckt, finde ich echt super. Und von daher fahre ich die auch mit am liebsten. Ich habe ja noch eine ProGrip, die ich so fahre, aber ist halt nicht so beliebt am Markt, deswegen verkaufe ich die auch nicht. Aber für mich privat fahre ich die am liebsten mit der Oakley Airbrake. Ja, die anderen Marken sind natürlich auch nicht schlecht, aber ihr fragt natürlich immer so, was ich gerne mag. Und von daher ist das mal so eine kleine Empfehlung von mir gewesen. Ja, die Werte für die Nerds unter euch, also ohne das jetzt böse meine, der Brillengläser, die blende ich jetzt nochmal kurz ein. Da könnt ihr euch das nochmal auf Pause machen. Da könnt ihr euch die Werte nochmal angucken. Wie ist die Lichtdurchlässigkeit der einzelnen Gläser? Könnt ihr euch das angucken? Ja, über die Dicke habe ich ja schon was gesagt. Also, dass es halt viel dicker ist, Polycarbonat. Und Oakley nimmt hier halt spezielles Material, was halt eine besondere Reinheit hat. Das bedeutet halt einfach, also ein optisches Glas ist das, also es hat dann halt keine Verzerrungen, lässt dann eigentlich eins zu eins alles durch, was ihr sehen müsst. Und wer so eine Brille schon mal gefahren ist, der wird wissen, was ich meine. Und natürlich sind die preislich nochmal ganz woanders als alle anderen. Also da geht man dann schon so Richtung 200 Euro, je nachdem, gibt es auch wieder von bis, ne, bei den Modellen. Aber so größenordnungsmäßig müsst ihr euch so mit ungefähr 200 Euro für eine Oakley Airbrake anfreunden. Die Sparfüchse von euch, ihr braucht jetzt keine 24MX links unten reinpacken, es geht einfach nur um eine Orientierung. Natürlich gibt es mal hier und da bestimmt ein Angebot, aber grundsätzlich kann man sagen, eine Oakley Airbrake ist ungefähr doppelt so teuer wie eine Scott Prospect, die ja auch eine super Brille ist, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Liga und natürlich, wenn ihr einen anderen Preis bezahlt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen andere Qualität erwarten. Ja, also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, ne, wie immer unten in die Kommentare. Wenn ihr mich supporten wollt, macht ihr das mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off.